Und ein herzlich willkommen zurück, Leute. Ein neuer Guide mit Dexto 23 und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Grünzeugs. Grünzeugs, viele in den Kommentaren schreiben immer, Dex, wie bekomme ich Möhren, wie komme ich Mais, woher bekomme ich die ganzen Kartoffeln, ich finde auch die ganzen Samen nicht und das machen wir mal heute mal ganz kurz. Wird auch ein ganz schneller Guide, ich werde auch ein bisschen schneiden natürlich, will auch natürlich nicht zu viel das alles in die Länge ziehen. Das soll auch ein schneller Guide sein, damit ihr das natürlich direkt auf einmal habt. Und Dodo hinter mir wird mir dabei helfen. Das sieht echt gut aus. Dafür machen wir ein Foto davon. Und ja, wir fangen direkt mal an. Also, ihr wisst ja, wenn ihr meine Game Let's Plays verfolgt, das ist meine Bude hier oben. Daneben an wohnt Wixwachs. Und hier ist unser Angelsteg. Und ich zeig mal ganz kurz in meiner Tasche. Ich mach mal ganz das Backspace so. Dann machen wir es mal die ganzen Namen weg. Das sind die ganzen Samen, die wir heute alle einpflanzen werden oder eben vielleicht brauchen werden. Also ich, das sind einmal die Beeren, die Tintobeeren sind die roten Beeren. Die Narkobeeren, das sind diese Beeren, womit man eben weiter betäuben kann. Das sind die schwarzen Beeren. Die Mejo-Beeren, das sind die beliebtesten Beeren, die man zum Kochen braucht. Dann gibt es die Azul-Beeren, das sind die blauen Beeren. Aber wir interessieren uns heute nicht mal für die Beeren, sondern wir fangen an mit den ganzen Samen von zum Beispiel den Savaroot, das sind die Kartoffeln. Dann gibt es die Stimmbeeren, das brauchen wir jetzt auch nicht. Das sind die weißen Beeren zum Beispiel. Die Amarbeeren, die brauchen wir auch nicht. Das sind jetzt die Sachen, die wir heute brauchen. Ich muss mal gucken. Okay, perfekt. Also, so, falsch rum. So, einmal Kartoffeln, einmal Longgrass, das ist das Mais. Dann einmal die Citronal, das sind die Zitronen. Und einmal die Rock Road, das sind die Möhren. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie ihr das ganz schnell anbauen werdet oder könnt. Ihr braucht natürlich erstmal eine vernünftige Stelle. Ihr braucht natürlich Wasser in der Nähe. Ich mache das natürlich direkt am Wasser. Wenn ihr eine Base habt am Wasser, ist wunderbar. Wenn nicht, wie ich jetzt hier oben, dann legt euch eben von mir so eine Wasserleitung. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Hier oben, wo ich gerade hingucke, da oben, das ist mein Gewächshaus und das ist meine Wasserleitung, die hier hochgeht. Aber wenn ihr jetzt vielleicht schon am Meer seid und ihr braucht mal ganz, ganz schnell ein bisschen Gemüse, dann bauen wir einfach mal zusammen ein Gewächshaus. Ihr seht ja, ich habe ein paar Sachen schon vorbereitet. So, das machen wir mal. So, 30 Stück davon sind schon viel zu viel, aber naja. So, Backspace mal wieder gedrückt. Ihr legt das am besten mal auf euer Inventar hier unten und fangt dann erstmal an, eine Plattform zu bauen. Weil ihr braucht eine Plattform für die Setzkästchen. Und ich werde jetzt mal ganz kurz hier schnell mal was bauen für euch. Für die Setzkästen. Und dann, ihr seht, hier kann man schon mal wieder was nicht bauen. Dann muss ich natürlich ein bisschen was nachcraften noch schnell. Und wenn ich das gleich fertig habe, dann sind wir gleich wieder für euch da. So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Und ich habe jetzt noch ein paar Sachen, andere Sachen vorbereitet schnell. Also, das erste, was wir natürlich brauchen, sind die Setzkästen. Also es gibt den Small Crockplot, den Medium und den Large Crockplot. Ich muss nicht so erklären, Small, Medium und Large, eben klein, mittel und groß. Natürlich, wenn ihr ein kleines Setzkasten, ich setze den einfach jetzt mal gerade, einen kleinen Setzkasten baut, dann kriegt ihr natürlich ein bisschen weniger von allem, aber es funktioniert wunderbar. Ihr könnt jetzt auch die Setzkästen schön hinten nebeneinander setzen. Dann haben wir auch den Medium, wäre der hier, den setze ich auch mal jetzt hier daneben. So, das wäre der Medium. Die kann man auch wunderbar platzieren, aber wir werden heute mal zusammen mit dem Large arbeiten. Das ist mal ganz cool. Ups, das war die falsche Seite. So, falsches. Ihr könnt nämlich perfekt die Setzkästen schön nebeneinander setzen, damit ihr das auch perfekt in eine Reihe hinbekommt. Ihr könnt das zum Beispiel auch, hier lasst ihr in der Mitte vielleicht ein bisschen Platz, dann könnt ihr von der einen Seite noch ein bisschen arbeiten. Guckt, dass es vielleicht so ein bisschen alles gerade wirkt. Sonst kriege ich natürlich immer Ärger hier von meinem Kollegen Stone. Der macht das nämlich alles immer so schön perfekt. Und wenn ihr das alles gesetzt habt, so, das ist jetzt natürlich, was ich jetzt gerade baue, ist nur für den Anfang. Also gesehen, wenn ihr mal irgendwas braucht. Also wenn ihr ganz am Anfang noch seid, dann arbeitet ihr mit den Kleinen. Nachhinein baut ihr die Medium. Und wenn ihr dann
schon ein bisschen vom Level höher seid, dann braucht ihr natürlich die größeren, damit ihr ein bisschen mehr von allem rausbekommt. Also nicht, dass ihr hier so ein paar Möhren oder sowas rausbekommt, sondern direkt ganz viele. Und das habe ich da so gesehen, da oben in meinem Gewächshaus, da oben das hier, das ist mein Gewächshaus. Da sind natürlich die großen drin, mit Wasserleitung, allem drum und dran. Und im Gewächshaus kriegt ihr natürlich dann auch wieder einen Prozentsatz mehr vom Profit des, und wie gesagt, der Wachstum eben, gibt euch ein bisschen, oh, sorry, ich drücke immer die falsche Taste, gibt euch immer ein bisschen mehr durch dieses Gewächshaus, da kommt eben ein bisschen mehr von allem etwas raus. So, jetzt haben wir hier unsere sechs Setzkästchen, oder besser, die kleinen sind auch noch dabei. Und jetzt machen wir es im Folgendes. Also, wichtig ist natürlich, ganz klar, ihr braucht die Samen. Zweitens, was ihr auch braucht, ist natürlich, ihr könnt es, ihr habt ja bestimmt schon mal mehrmals gesehen, dass eure Tiere mal ab und zu, genau, das hat er ja gerade gemacht, mal schön auf den Boden scheißen. Und das ist genau das, was wir nämlich brauchen. Wir brauchen nämlich die Scheiße von den Tieren oder von euch selber. Das könnt ihr nämlich auch als Dünger nutzen. Ihr könnt entweder, so wie der Köttel hier liegt, könnt ihr dann auch da reinquetschen und als Dünger nutzen. Ist zwar gut, ist aber nicht perfekt. Ihr könnt zum Beispiel auch, jetzt gucke ich gerade mal, ob ich das hier ist. Das ist nämlich das Interessante. Ihr braucht, so gesehen, den Dünger, um die Pflanze länger zu bedüngen. Also gesehen, wenn ihr jetzt den Köttel hier reinlegt, ihr seht, der ist in ein paar Stunden, verschwindet der wieder und gibt auch wirklich nicht so viel, oh, guck mal, jetzt sind wir über die Fliegen, die hier rumfliegen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Die Effizienz von dem kleinen Ködel hier ist einfach zu wenig. Es gibt natürlich, genau wie ihr gerade lest, Medium Animal Phages. Das ist also, es gibt den Small, den Medium, den Large und den Massive. Massive ist so gesehen dieser riesengroße Haufen Scheiße, den ihr vielleicht von Jurassic Park seht, vom ersten Teil, wo der da vorsteht. Und der Dr. Malcolm, wenn ihr den vielleicht kennt. Und wie man zum Beispiel diesen Dünger hier herstellt, Fertilizer, ist ganz einfach. Ihr braucht immer 50 oder eben ein Paket von 100 von Tetch. So, dann legt ihr das hier rein und immer 3 mal Scheiße. Ich sag einfach mal Scheiße, das ist ja auch genau das, was es ist. Und wenn ihr dann jetzt wartet, ich weiß nicht ganz genau, wie die Zeiten sind, wie lange das dauert, bis das dann zum Dünger wird. Wir lassen es jetzt einfach mal hier drin. Und ich könnte jetzt zum Beispiel, man braucht ja immer 50, ja? So, 50, dann könnte ich jetzt eigentlich nochmal 1, 2, jetzt habe ich natürlich kein Ködel mehr. Guck gerade mal, ob ich den vielleicht nochmal scheißen lassen kann. Nee, der will nicht mehr. Gucken, der hier. Auch nicht mehr, okay. Dann nicht. Die werden das, glaube ich, dann irgendwann selber machen. Also man kann den auch mit einer Taste, mit einem Tastenbefehl, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die richtige Taste gedrückt habe, mit dem Tastenbefehl die Tiere, wenn sie auch müssen, auch scheißen lassen. Das haben sie jetzt aber nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Taste genutzt habe. Ah, guck mal, da liegt doch was. Guck mal da. Man liegt ein Small Animal Kaki Pups auf und wunderbar. Und den legen wir dazu. Das heißt, so gesehen, wir haben jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 50, 50 und das ist genau für zweimal Fertilizer. Da, perfekt. Und so machen wir das nämlich jetzt auch. Wir haben jetzt den, wie heißt das Ganze, Compost Bin? Also wie nennt man das auf Deutsch? Wie nennt man das? Kompostkiste oder sowas, ne? Kompostkiste. Und da stellen wir jetzt gerade den Fertilizer her. Die Samen, die kriegt ihr aus jedem Busch. Ich zeige das mal ganz kurz. Aus jedem, sagen wir mal, jedem siebten Ei, jedem siebten Busch. Ihr läuft einfach durch und farmt einfach. Ihr seht, da habe ich schon den ersten Bären, oder bis zu den ersten Seeds. Das sind eben die Samen. So, weiter. Major Bären Seeds und weiter. Einfach durchlaufen. Erzulbär Seeds. Und immer weiterlaufen, immer farmen, bis ihr die richtigen Seeds bekommt. Okay? Dann, ihr seht jetzt, hier habe ich ein bisschen viel gesammelt. Das brauche ich alles nicht. Bei uns sind die Einstellungen auch ein bisschen höher. Also nicht erschrecken, dass ich jetzt gerade so viel gesammelt habe. Aber das ist jetzt auch nicht so interessant. So. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Ihr könnt zum Beispiel die Samen setzen plus den Dünger, aber das bringt noch gar nichts. Ihr braucht ja, das bringt es zwar nur für kurze Zeit, wenn ihr Glück habt und es regnet ziemlich oft, dann wird das auch bewässert, aber ihr braucht Wasserleitungen. Und die
Wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz zusammenlegen, das ist ja jetzt auch kein Problem. Okay. Wir sind ja ziemlich nah am Wasser, also ist das jetzt nicht so interessant oder ist das nicht so schwer. Wir werden jetzt erstmal mit... Mal gucken, womit wir anfangen. Das ist so gesehen der hier. Der Intake. Das ist so gesehen der, der im Wasser ist. Und der uns das Wasser so gesehen raussaugt. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich hier vielleicht eine einfache Methode bauen kann. So, wir machen das mal so. Ich habe es natürlich jetzt ganz leicht. Ich bin ja ganz nah am Wasser. Und es ist ein bisschen schief geworden, aber naja. Deckstyle. Lassen wir es mal so. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir hier die richtigen dazu nehmen. Das jetzt könnte man nutzen. Der geht nach oben. Machen wir mal so. Ist okay. Genau, der guckt jetzt hier oben raus. Jetzt nehmen wir einfach einen, der nach oben geht. So. Müsste der hier sein. So. Perfekt. Natürlich macht das schöner. Ich mache das natürlich jetzt nur schnell für das Tutorial. Ihr könnt das auch unterirdisch bauen. Das irgendwie nur das, dieses Wasserteil. Das sind übrigens Steinleitungen. Ich habe da hinten bei mir Eisenleitungen verlegt. Aber es reichen auch vollkommen auch die Steinleitungen aus. Das Ding hier, ja, dieser Tap ist dafür da, wo das Wasser raussprudelt. Ihr könnt das auch so legen, dass die, das Röhrchen gerade so rausguckt wie hier unten. Und dann kann man das Tap da dran setzen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also ich könnte das jetzt oben drauf setzen. Ich zeige das so. Und dann sprudelt das wunderbar und so könnt ihr auch zum Beispiel Wasserleitungen bei euch zu Hause legen. Und dann sprudelt das nämlich nur so aus dem Haus raus, also aus dem Boden. Und habt ihr keine hässlichen Rohre, die irgendwie rauskommen. Das sieht dann ganz cool aus, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir setzen das so. So, machen jetzt mal eine Kreuzung. So, ist natürlich potthässlich. Ich weiß. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir machen nämlich jetzt ganz kurz... So, das ist, glaube ich, der hier. Was ist das, horizontal? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich baue mal wieder aus meinem Inventar raus. Ich weiß. So, ich werde das mal ganz kurz für euch setzen. Und ich könnte eigentlich schon so... Das reicht ja schon vollkommen aus. Das reicht schon vollkommen aus, wenn ich die so setze. So. Zack. Und... Zack, das reicht vollkommen aus, Leute. Mehr braucht ihr nicht. Nicht so hässlich bauen wie ich. Ihr könnt das natürlich ein bisschen schöner machen. So. Und jetzt seht ihr, die werden jetzt da bewässert. Ihr könnt das natürlich noch ein bisschen schöner hinbekommen, aber das reicht vollkommen aus. Ihr seht nämlich jetzt hier 600 Water, 600 von 600, 600 von 600, 600 von 600. Ihr müsst nicht ganz nah. Seht ihr, das ist natürlich hier so ein Meter weg, aber das reicht vollkommen aus, damit die bewässert werden. So, 600 von 600, 600 von 600 ist Wasser drin. Und ihr seht, dass diese zwei sind sogar auch noch weiter weg. Der ist 400, der ist ein bisschen zu weit weg, der hat nicht so viel Wasser. Da könnte man vielleicht noch was machen, aber das reicht jetzt erstmal aus für eben das Tutorial. Und jetzt kommen wir ins Eingemachte. Jetzt kommen nämlich die Samen. Ganz einfach. So, wir machen nämlich jetzt erstmal die wichtigen Samen. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Gemüse machen. Ne? Wo ist denn dieses Gemüse? Rock Road. So, wir nehmen jetzt erstmal... Scheiße, jetzt habe ich eins gegessen. Wollte ich gar nicht. Sorry. Ihr wollt darauf zugreifen, ja? Und dann legt ihr einfach die Beeren, die Samen, die ihr braucht. Rock Road, das sind die Möhren. Die legt ihr einfach hier rein. Der nimmt automatisch eine. Und dann könnt ihr den Dünger, den ihr gerade eben erst hergestellt habt, dazulegen. So, zack, ist der Samen verschwunden. Und schon kommen die ersten Pflänzchen. Ich drücke mal Backspace, dann sieht man das ein bisschen besser. Und da werden jetzt die Möhrchen wachsen. Hast du Möhrchen? So, und hier machen wir das Gleiche. Wo haben wir die anderen Sachen? Ich habe die hier hoffentlich nicht alle rausgeschmissen. Ich glaube, ich habe die irgendwie rausgeschmissen, oder? Nee. Citronal. So. Habe ich hier. Longgrass. Und... Dann habe ich einmal noch die Savro, das sind die Kartoffeln. Und hier werden wir jetzt einfach mal die, sagen wir mal, die wichtigsten Beeren einpflanzen, die ihr eigentlich immer braucht. Das sind einmal die Narkobeeren. Die Narkobeeren braucht ihr, um die Narkotik herzustellen. Narkotik ist diese Paste, die man zum Zähmen braucht. Und zum meisten, für die meisten Kochrezepte, ich sag mal zu 95 oder 99% der Kochrezepte brauchen alle Majobeeren. Das sind diese schönen, leckeren, lilanen Beeren. So, die anderen, die können wir jetzt hier vorne noch reinquetschen. So, das wären einmal Amarbeeren, ja. Stimbeeren wären auch okay. Die sind die weißen, die braucht man ja, wenn man betäubt ist, dass man wieder aus der Betäubung rauskommt. Und vielleicht, also wenn ihr Farben kochen möchtet, braucht ihr alle Farben. Also alle Beeren. Jede Beere
die blauen, die roten, die weißen, die schwarzen, die gelben. Das gibt euch alle alles. Auch Farbrezepte. Es gibt natürlich Farbrezepte und diese Beeren braucht ihr jetzt für diese Farbe herzustellen. So, jetzt gucken wir mal, ob er schon irgendwas hergestellt hat. Nee, noch nicht. Das dauert, glaube ich, noch was. Aber wir lassen den jetzt erstmal ganz kurz arbeiten. Wir haben ja hier vorne schon Dünger vorbereitet. Guck mal da. So, jetzt werden wir das mal schnell noch bedüngen. Zack. Natürlich tut so viele Fertilizer, wie es geht, rein. Weil das verbraucht sich, ihr seht ja hier diesen braunen Balken, das verbraucht sich nach einer Zeit. Umso länger die Pflanze lebt, umso länger braucht, also umso schneller geht dieser, umso mehr verbraucht sich der Dünger. Und deswegen tut so viele Fertilizer rein, die ihr habt. Produziert immer schön nach, das ist immer sehr, sehr, sehr wichtig. So. 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 Und da habe ich jetzt nichts mehr. Dann gebe ich noch eins noch holen. Und dann mache ich mir, gebe ich mal ganz kurz einen kleinen Cut. Weil das dauert natürlich jetzt, bis die Pflanzen hier wachsen. Und in der Zwischenzeit kann ich euch erstmal ganz kurz mal zeigen, wie es bei mir hier oben aussieht. So. Ich habe natürlich jetzt so gebaut. Ihr könnt zum Beispiel auch so bauen. Ich zeige euch das mal ganz kurz bei meinem Nachbarn. Das ist sein Beet. Das ist ein Hochbeet. Sehr, sehr, sehr cool, weil wenn ihr nämlich hier oben seid, habt ihr keine Probleme mehr mit Tieren, wenn es keine großen Tiere sind. Weil wenn jetzt die kleinen Kompis kommen, ihr kennt sie Kompis, das sind diese kleinen Scheißer, die immer hinterher herlaufen und dann irgendwie angreifen. Dann gibt es diese kleinen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißen, Pesomastax oder sowas, diese Diebe, die einem was klauen aus der Tasche. Dann gibt es die ganzen Throwdowns, die in deinem Rudel angreifen, sehr, sehr gefährlich sind. Die kommen hier nicht hoch. Du habt ihr hier keine Probleme. Was der Wixwachs aber hier genutzt hat, er hat die Spacey X-Pflanze. Ich pflanze mal ganz kurz bei ihm hier was an. So, okay. Zack. Nichts mehr drin. So. Bisschen Dünger noch mitnehmen. Eins, zwei. Setzen wir hier noch eins rein. Diese Pflanze findet ihr übrigens in einigen Sumpfgebieten. Und in den Sumpfgebieten könnt ihr diese Pflanze dann so gesehen looten. Und dann kriegt ihr diese Art hässlichen Samen raus, die so ziemlich spacey aussehen. Heißt ja auch Spacey X. Und wenn die dann gepflanzt ist und dann groß wächst, dann ist das so eine Art Tentakelpflanze, die dann so gesehen auch einen Abwehrmechanismus hat, womit ihr auch schießen könnt. So, ich lasse das mal ganz kurz sein. Ich laufe mal ganz kurz zu mir nach Hause, zeige euch nochmal schnell mein Gewächshaus. Zeige ich euch nachher, wenn wir warten mal, bis die Pflanzen unten gewachsen ist. Und dann, wenn dann alles angepflanzt ist und auch gewachsen ist, dann zeige ich euch auch mal ganz kurz mein Gewächshaus, wie das dann so aussieht. Okay, dann bis gleich. So, meine Lieben. Jetzt sind wir wieder zurück. Es hat fast 24 Stunden gedauert. Ich weiß leider nicht genau die richtige Zeit von dem Wachstum. Ich habe mal nachgeguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Und einen Tag später und so sieht's aus. So sieht unser Gemüsebeet aus. Mehr oder weniger Gemüsebeet. Also, wir haben hier unsere Karotten Rockroads. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen mehr Dünger reingetan, aber das bringt nichts. Also ist jetzt nicht, dass es die Wachstum steigert und besser die Wachstumsgeschwindigkeit erhöht. Also das bleibt so. Man sieht nur, dass der Dünger langsam verbraucht wird und dann fängt dann neben der nächste Dünger an, bis jetzt weg ist. Und wenn ihr keinen Dünger mehr habt, dann ist das eben dann auch leer. Und das sind die Zitronen. Deswegen Gemüse passt jetzt nicht genau hin. Gemüse ist ja keine Zitrone, aber wir sagen einfach mal Gemüse. Gemüse sage ich auch mal ganz gerne zu allem, was grün ist. Auch Salat und Äpfel. Und Longgrass, wie ihr seht, langsam produziert der mehr und mehr und mehr und mehr. Kartoffeln sind hier sogar die Pflanzen, die wir angepflanzt haben. Das sind hier die Pflanzen, die wir brauchen zum Zähmen. Also da ist immer ganz gut, wenn man ein paar mit anpflanzt. Das sind die man natürlich zum Kochen braucht. Oder auch zum Farbe herstellen. Und dann haben wir hier noch die anderen in dem kleinen oder mittleren, die weißen und einmal die blauen. Wir haben jetzt noch die roten und die gelben, die haben wir jetzt nicht mit angepflanzt, das ist aber jetzt nicht so interessant. Wir hatten ja in der letzten Folge 110 Thatch drin gehabt und eben 6 mal
Dino-Scheiße. Und ihr seht, ich habe gesagt, 50 und 3 Köttel sind dann so gesehen da für ein Fertilizer. Und dann seht ihr, das ist eine 2x50 gewesen und die drei sind verbraucht worden. Die habe ich übrigens nachgesetzt, also die waren vorher nicht drin, die habe ich jetzt nochmal nachgeschmissen. Und ihr seht, zwei Düngertüten, Düngersäcke sind produziert worden. Okay, Leute, das war's schon. Das ist schon der ganze Trick hier bei der Sache. Es ist total easy. Wichtig ist einfach nur, vielleicht die Position. Wichtig ist es nicht unbedingt. Ihr könnt ja bauen, wo ihr möchtet. Ihr braucht nur eben Wasser. Und, ja, ihr müsst übrigens das Wasser nicht immer aus dem Wasser oder aus dem Meer, aus den Seen holen, sondern ihr könnt es auch aus diesen Art Zisternen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Wir suchen mal ganz kurz für euch. Hier ist er. Da. Das ist der Wasserreservoir, ja, Water Reservoir. Und den könnt ihr nutzen. Und dann gibt es auch den Metall. Den könnt ihr dann auch, so gesehen, wenn das regnet, dann füllt er sich mit Wasser. Und den könnt ihr dann, so gesehen, auch an die Rohre anschließen. Wenn ihr jetzt in den Bergen gebaut habt und keine Wasserzufuhr habt, dann habt ihr das eben so. Okay, dann zeige ich euch nochmal ganz schnell. Hier ist nochmal so ein Köttelchen, den machen wir mit. Zeige ich nochmal ganz kurz, wie mein Gewächshaus aussieht. So. Zack. Und so sieht mein Gewächshaus aus. Übrigens, als ich das gestern alles eingepflanzt habe, unten, habe ich das hier oben nochmal eingepflanzt. Bei mir war das alles ein bisschen vergammelt, ich habe keinen Dünger mehr nachgetan. Und das wächst alles natürlich in den Gewächshäusern schneller. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Backspace wieder drücken, sorry. So, ihr seht jetzt das Greenhouse-Effekt 300%. Und dann kriegt ihr natürlich ein bisschen mehr. Der produziert schneller, wächst schneller und ja, das ist eben so gesehen, dass der Effekt, den ihr eigentlich in diesem Greenhouse, in dem Gewächshaus bekommt. Ihr seht, ich habe nicht alles angepflanzt, nur das Gemüse und wie unten auch die zwei, drei wichtigen Beeren. Und ja, so haben wir es eben geschafft. Und damit sagen wir mal, das war's, Leute. Oh, die Kaposukos stehen davor. Das war's von der Erklärung, wie man Gemüse und alles andere noch herstellt, auch mal per Beeren. Und ich werde mal ganz kurz nochmal rüber schnell laufen, wie das aussieht mit der Pflanze, die dann so gesehen zur Verteidigung da ist. Wenn wir schon mal einmal bei den Pflanzen sind, erkläre ich dir das auch nochmal ganz kurz. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder und ihr habt ja in der letzten Folge, habe ich euch ja gezeigt, wie diese Pflanze angepflanzt wird. Die kann man übrigens nur in den großen Crockplots, also in den größten Satzkästen reinsetzen und dann ist das so gesehen dieses hässliche Tentakel-ähnliche Ding hier und dann kann man das eben so gesehen anstellen, damit er auch angreift. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo das ist. Das ist eingestellt auf Player, also der schießt nur auf Spieler. Und jetzt Only Wild. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob hier ist richtig. So, jetzt schießt er. Okay. Ihr seht, diese Pflanze schießt jetzt als Verteidigung auf alle Tiere, die sich jetzt hier in der Nähe bewegen. Ihr seht hier, der hat jetzt gerade... Oh. Das ist ein Bug. Das sollte eigentlich nicht passieren. Die sollte eigentlich normalerweise hier bleiben, aber irgendwie ist da was passiert. Also gesehen, Leute, normalerweise müsste die jetzt noch da stehen und schießen. Hat es aber nicht gemacht. Die ist irgendwie verschwunden. Aber das passiert ab und zu auch mal. Es ist ja auch noch nicht ganz fertig, das Spiel. Okay, Leute, das war's. Und bis zum nächsten Mal vom Dex.